Schönes Teil. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Die Luft ist definitiv rein. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Oh Mann. Wow. Oh. Wo bin ich? Was ist bloß passiert? Mann, jetzt sieht's wie Hechtsuppe. In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Scheiße, jawohl, du bist ja noch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt zu bekloppt. Aber es ist wahr. Oh. Stopp, du tust mir weh! Au! Echt jetzt? Nein.
Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein! Hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Still! Was? Entdeckung! Ist das ein verdammter Drache? Psst! Er darf dich nicht sehen! Ach, echt? Weg? Ja, und wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Hey, Ralf. Wir sind also eine Bande. Uns eint ein paar Hand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Thank you.
Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Mein Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Wow, Scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Das Land heißt Ethia? Jenun. Jenun? Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Jenun, kleines Land. Jenun gehört zu Ethia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Hey! Na, du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Wow! Weil der erste Eindruck oft trügt. Das sagst du mir jetzt! Shit! Na, steh nicht dumm rum. Was zum... Jetzt nur keine Panik. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß... Magierin, ich fass es nicht, Mann! Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tu ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster!
Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Bereit? Alles klar. Oh, was zum Teufel? Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruin. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Ist etwas. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen. Und? Oh ja, ich rede mit einem verfickten Reif! Armberge. So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Thank you.
War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Ich Glückspilz. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar, Reif. Klar. Shit! Diesmal wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was. Okay, das ist der Hammer! Sieh dir diese Sprünge an! Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Vorsicht! Ich laufe wie der Wind! Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört! Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Sehen wir uns dort um. Ist denn echt gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen. Hoffentlich. Dann wären sie wenigstens noch am Leben. Lass mich raten. Schurken in der Nähe? Helles Köpfchen. Lass mich das beurteilen.
Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß, irgendwo vielleicht. Ich hau mich mal hin. Klingt nach Ärger. Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen.